Sonntag, 18. Mai, ist Internationaler Museumstag, auch in den Museen Basel. Es finden dann Veranstaltungen geballt statt, die man auch sonst in den Museen findet. Unter anderem ganz viele Angebote für Familien und eben auch vielsprachige Veranstaltungen. Origami Manga Taketombo, was es damit auf sich hat, verrät das Spielzeugmuseum Riechen. Dort gibt es ein breites Mitmachprogramm für Familien, das in die Welt der japanischen Spielzeuge einführt. Im Pharmaziehistorischen Museum gibt es eine alchemistische Installation und während Erwachsene mit Experten über Wissenschaft und Religion diskutieren, werden Kinder in einer eigenen Werkstatt betreut. Auch im Schaulager können Kinder die Ausstellung in kundiger Begleitung erforschen, während ihre Eltern sich einer Führung anschließen oder selbst schauen. Hier im Antikenmuseum geht es um einen dramatischen Schönheitswettbewerb. Königssohn, oh Königssohn, wer ist die Schönste auf dem Götterthron? Kinder und Erwachsene sehen und hören eine Geschichte. Wer mag, spielt dazu auch Theater. Et il a vécu au 8e siècle. Am 18. Mai sind die Museen Basel einmal mehr auch fremdsprachig und vielsprachig. In der Ausstellung Rot im Museum der Kulturen gibt es Führungen in Deutsch, Spanisch, Englisch, Französisch. In der Kunsthalle Basel wird die aktuelle Ausstellung in Polnisch vorgestellt und die Ausstellung Kunstmaschinen, Maschinenkunst im Museum Tengeli wird für Gehörlose in Gebärdensprache übersetzt. In Augusta Raurica ist Latein lernen Kinder leicht und im Historischen Museum Haus zum Kirschgarten zeigt eine unterhaltsame Schnupperstunde, wie man Französisch im Museum lernen kann. Dies ist nur eine Auswahl von dem, was am 18. Mai in den Museen Basel stattfindet. Sämtliche Angebote sind unter www.museenbasel.ch zu finden oder in der Museen Basel Agenda. Sie liegt in jedem Museum.